Warte mal. Wo bin ich vorhin lang gegangen? Nicht hier anscheinend. Hier ist ein Dolch. Hier bin ich voll nicht lang gegangen. Yo, 30.000 Seelenrip. Scheiße, ich hab mich verlaufen. Nein. Bin ich voll... Wo bin ich denn vorhin lang gegangen? Wie Zwiebelchen das sagen würde. Ich glaube, ich bin da runtergesprungen, oder? Bin ich nicht da hochgelaufen und habe den da getötet? Ah, ich bin runtergesprungen, weil ich das Item geholt habe. Aber dadurch, dass das ja jetzt nicht mehr lag... Naja. Kann ja mal passieren. Für so einen scheiß jämmerlichen Titanic-Brocken, also wirklich. Dafür bin ich gestorben hier. Das ist ja lächerlich. Das ist ja auch ein bisschen lächerlich, Leute. Ach, was ist denn halt, wenn du dann durchrennst? Aber das Problem ist, ich brauche jetzt halt die Flakons, damit ich da gegen den anderen kämpfen kann, weil da will ich halt, oder wir laufen da halt auch einfach durch. Aber ich will halt nicht überall durchlaufen. Das ist immer blöd, finde ich, wenn man durchläuft die ganze Zeit. Weil wir sind ja auch relativ gut und weit gekommen, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben die ja eigentlich schon irgendwie recht gut gemacht. Echt, irgendwie Katzenhaar in meinem Auge. Katzenhaar! Verbrannt? Was ist verbrannt? Wer ist verbrannt? Verbrannt? Bitte? Das ist so cool. Wenn man hier so runterfällt. Das haben sie schon nice gemacht, muss ich sagen. Jetzt kann ich ja hier vorne auch mal lang gehen und mal gucken, was hier so ist. Ah, ein Item zum Beispiel. Hartstahlring plus 3. Hatte Pelagion nicht gesagt, es gibt einen Hartstahlring? Jetzt ist aber hier Hartstahlring plus 3. Habe ich etwa plus 2 und plus 1 übersehen? Oder was? Ach du heilige Scheiße. Aber wir haben schon gut Ringe gefunden. Also eigentlich haben wir schon einiges entdeckt. Hartstahlring, wo war denn der jetzt nochmal? Wie sah denn der aus? Der da. Erhöht die physische Schadensminderung. Das ist natürlich auch cool. Den tausche ich, glaube ich, ein. Gegen den. Dann kassieren wir nicht mehr so viel Schaden. Jetzt laufen wir hier hin. Ich habe halt auch keine Bomben mehr, ne? Keine Brandbomben.
Naja, wer weiß, ob wir den jetzt schaffen, Leute. Der war schon ziemlich stark, fand ich. Du sagtest doch, es sieht so knusprig. Ja, es ist so. Knusprig, knusprig. Ich bin übrigens ein bisschen traurig, dass wir dieses Jahr gar kein Hexenhäuschen gebaut haben, Leute. Das müssen wir uns mal fürs nächste Jahr merken, dass wir nächstes Jahr dann vielleicht so ein Hexenhäuschen bauen zusammen. Gebumst. Was für ein Frechdachs. Ist auch immer cool, wenn man nichts sieht, weil man irgendwie in den Sträuchern steht, wa? Sehr gut. Als ob der so ein Nest hat oder so in sich drin. Verschwindet der jetzt für immer? Oder kommt der wieder? Doch, hier irgendwas doch geatmet, oder? Eigentlich keine Drachen hier durch. Aber hier muss man doch irgendwas machen, oder? Sonst würde man doch hier nicht dazwischen so stehen können. Raise the sun! Oha. Ach Gott, guck mal, da ist wieder so ein kleiner Dieb. Oh, da ist ein Leuchtfeuer. Komme ich denn hier runter? Hier einfach, wa? Ah, da ist er wieder, der Typ. I know who you are. Great to see you still in one piece. I can see why they call this the dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the ringed city rests below it all. don't mind me. You needn't worry yourself with this nonsense. I just wanted to tell someone. And I'm sick of old Humpty. Ja, alte Buckelinge. Stay quiet. Wait. I'll make it up to you. By letting you in on a secret of sorts. Past here, you'll find the remains of a giant earthen tower, half submerged in a poisonous swamp. Not a very nice place to visit. Only there's precious treasure in the thick of the swamp. I didn't have any use for it, you see. So, sorry, I left the whole package behind. If I get the chance, I could go fetch it for you. But if that's too long to wait, go nab it for yourself. I know who you are. A righteous warrior. Yes? With a solemn duty to boot. Well, grab that treasure. That's as good a duty as any. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist Patches. Der will uns in eine Falle locken. Damit sich die Hände nicht schmutzig machen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Das hat halt irgendwie alles so einen Beigeschmack von Patches. Ich kann mich auch irren, aber irgendwie fühlt es sich so an. In diesem Haus, wo wir oben übrigens waren, geht's da nicht weiter? Wo da diese ganzen Gegner kamen?
Hit the road, Jack, but don't you come back. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, but don't you come back no more. What you say? Okay, hier komme ich nicht hoch. Gut, dann gehen wir mal dazwischen rein. Oh, heiliger Strohsack. Die Armee der Schildkröten. Oder was das auch immer für Viecher sind. Käfer. Das ist schon ziemlich dolle Vergiftung. Aber dass hier jetzt auch mal Sumpf kommt? Der ist Patches, meinst du? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ist halt nur eine Vermutung. Eine schwarze Feuerbombe. OMG. Die habe ich gebraucht, Leute. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da oben an dieses Item? Bestimmt von oben dann irgendwie, oder? Eine Marsflucht. Aua. Hallo. Ich gehe mal in den Lurk. Alucard, danke dir für den Lurk-Support. Vielen Dank. Falls man sich nicht mehr sieht vor Weihnachten, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Ich hoffe, du genießt die Feiertage. Muss man ja doch jetzt schon mal sagen. Habe ich da ein Gewand gekriegt für die Bubis? Oh Leute, sexy time. Sexy time. Wir müssen übrigens tatsächlich auch noch... Das sieht auch schick aus. Wir müssen auch noch mal eigentlich zurück. Wir müssen ja noch die Asche überreichen. Wir haben ja noch eine Asche gekriegt. Die müssten wir eigentlich mal abgeben. Fashion Souls, genau. So sieht's aus. Ich fand ja immer noch in Elden Ring meine Rüstung so schön, die ich damals anhatte. Die hat mir richtig gut gefallen gehabt. Da hatte ich, glaube ich, diese Baumwächter-Rüstung an. Gott, was für ein endlos nerviges. Ja, diese Kackekäfer hier zwischendurch drin, ey.
lila Moosklumpen, aber immerhin lila Moosklumpen bekommen. Ist halt nur die Frage, wir müssen halt diese Viecher finden und die töten, damit die verschwinden. Handschuhe. So. Warum haben wir jetzt so ein Flugzeug gekriegt? Kann ich die herlocken? Fashion Souls. Ja, man muss ja auch ein bisschen gucken, ne? Nach dem Aussehen. Das spielt ja auch, das Auge spielt ja auch mit, ne? Umdrehen. Ey, die hier sind zu tot. Mit der Vergiftung jetzt, das wird bestimmt auch scheiße werden. Ist das eine normale Vergiftung oder ist das schon sowas Härteres? Wisst ihr das gerade? Das ist ein normales Gift, oder? Hallöchen, blablabla! Blablabla! Auf jeden Fall noch einen Ring gekriegt gerade. Ja, das Gebiet ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also erst würde ich mal gerne wissen, wo die hier sitzt, damit wir die auch hier wegkriegen. Aber ich habe doch da alles abgeguckt gehabt. Da war doch niemand. Irgendwo versteckt wahrscheinlich wieder, wo kein Mensch die findet. Gott, war das knapp. Aber ich war doch da im Haus. Ich war doch da überall. Da habe ich die ja nirgendwo gefunden. Die dieses Wesen beschwört. Na gut, das ist ja jetzt unglücklich. Oh, wir haben keinen Schaden gekriegt. Geräusche. Gruselig. Rutzelig. Ich habe hier überall geguckt und finde trotzdem hier 1000 Items. Lol. Thank you.
Rausch ist nicht recht. Das gibt mir sonst einen anderen Schaden. Hier trifft sie mich nicht gerade. Oh Gott, ich höre einen Ritter rechts von mir. Ach du Scheiße, so ein etwas korpulenter auch noch. Ihr habt die jetzt auch nicht gesehen, ne? Dass die hier irgendwo saß? Oh, lol, das ist auch nochmal so einer. Harald! Von Harald haben wir eine Waffe gekriegt. Sehr schön. Der gute Harald. Das macht das weg. Puh, also das Gebiet ist schon echt ein bisschen nervig, muss man sagen. Das ist schon nicht ganz so geil. Und das Problem ist, hier ist auch nicht dieses Wesen. Wenn wir da raufgehen auf den Baumstamm, kommen wir da denn irgendwo weiter? Guck mal, der kriegt sogar Damage durch das Gift. Das ist ja witzig. Das ist ja witzelig. Witzelig und spritzelig. Oh, der hat gerade den Rücken zu uns gewendet. Das ist ja nett. Um, jetzt wird sie gleich aggressiv sein. Ja. Sind sie hier irgendwo auf den Dächern? Da ist eine Höhle. Da geht's ja immer noch weiter hoch, wa? Alter, du Arschloch! Aber auch immer clever gemacht, dass man sich echt bei solchen Sachen erschrickt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, cool, das hat mir ja gar nichts gebracht. Geil! Da ist irgendwas. Was ist das? Komme ich da drauf? Da ist sie, die blöde Bitch. Wer hat die denn da platziert? Weg mit dir. Hui. So, die müsste jetzt tot sein dadurch. Oh, Gott sei Dank. Also die schießt schon mal nicht auf uns. Die Frage ist aber, in dem Feld davor war ja auch irgendwo eine. Ich weiß nur nicht wo. Aber wir haben es hingekriegt, Leute. Sehr gut. Könnten wir eigentlich theoretisch unsere Seelen holen. Eigentlich könnten wir uns unsere Seelen holen jetzt dadurch. Falls ich nicht runterfalle. Aber
es echt witzig, dass Elden Ring eigentlich am Ende auch so eine Art Halligbaum so hat. Und hier in dem Gebiet ja auch so eine Art Halligbaum irgendwie ist. Finde ich schon witzig gemacht, dass das so Ähnlichkeiten hat zueinander. Der andere ist auch echt kacke versteckt. Ich wüsste nicht mal, wie ich es beschreiben sollte. Na, da kommt man wahrscheinlich dann echt schwer ran. Aber ohne Scheiß, ich habe da wirklich abgesucht gehabt. Ich habe das nicht gefunden. Aber im Verstecken sind sie hier ja immer ganz gut, muss man sagen. Aber ist ja auch egal, wir sind ja durch dieses Gebiet da durch. Wir würden halt einen Funkeltitanit bekommen wahrscheinlich oder irgendwas anderes. Weiß nicht, ob es mir das jetzt wert ist, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ob ich die jetzt in dem vorherigen Gebiet jetzt nochmal suchen gehe oder ob ich das jetzt dabei belasse. Lendentuch. Alter, wir kriegen hier voll die komischen Sachen gerade. Oder ist die hier oben irgendwo versteckt? Aber hier kommen wir ja nicht rauf, ne? Das ist ja alles so abgeschirmt hier. Die hängt dann bestimmt irgendwo so zur Hälfte an der Klippe, wo du gerade so noch drankommst. Meinetwegen auch, wenn du kurz beim Sterben, kurz am Sterben bist, dass du die dann erst bekommst. Noch ein Item. Bei der Seele des Großen, eine Seele des großen Kriegers. Oh, hallo. Tarnscholle. Leute, der hat ja gar nichts gecheckt, der Typ eben. Der hat ja gar nichts gerafft. Hä? Ist da jemand langgelaufen? So ungefähr. Ja, okay, dann suche ich die nicht. Weil dann wirst du halt vorher immer wieder abgeknallt von der. Das ist dann auch nicht so zielführend, finde ich. Nee, nee, das muss nicht sein. Das spare ich mir dann vielleicht lieber. Also ich finde das auch gar nicht verwerflich, wenn man mal so Situationen hat, wo man dann halt bestimmte Passagen eher skippt. Beziehungsweise dann halt eher ein bisschen schneller durchgeht. Ich meine, es ist zwar schade drum, ne? Du kriegst ja auch Seelen dafür. Oh. Aber. Oh, wer ist das denn da hinten? Och Mann, ich muss pullern, Leute. Eine Peitsche und so ein Feuer-Inferno-Teil. Kommt aber sehr zielstrebig auf mich zu. Und die müssen definitiv weg. Und dann können wir gucken, ob wir uns gegen die werden, dass wir kämpfen können. Mystenpyromanin Zoe. Zoe, du Miststück. Zoe ist eine ganz schöne Bitch. Evie rusht so schnell durch, die kann sie gar nicht gesehen haben. Ja, aber wenn du da halt so einen Gegner hast, der die ganze Zeit dann immer so Flächendamage auch auf dich macht, da bin ich da nicht so... Bin ich dann auch nicht so gewillt. Aber ich würde jetzt nicht sagen.
Okay, dafür kann ich jetzt nicht, dass sie jetzt genau in das Loch gefallen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt großartig durchgerusht bin, aber ich habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle bin ich doch mal ein bisschen schneller gewesen, ja. Wo ist denn die jetzt? Ich will die von oben beschießen. Bist du mit dem anderen DSC schon durch oder machst du das hier zuerst? Ich bin mit dem anderen schon durch. Also, soweit ich weiß, sind wir da jetzt eigentlich fertig. Da haben wir ja, glaube ich, gestern schon ein bisschen mit angefangen gehabt. Gestern war es, ne? Ja. Wo ist denn die jetzt hin? Lol, die cheatet. Schießt er auch in die Tiddies? Oder in die Mumu? Oh, es sei denn, die kann sich heilen, das wäre kacke. Hallöchen, Dark Wolverine! Ja, ich habe den zweiten Boss schon gefunden. Den haben wir gerade gemacht. Den zweiten Boss haben wir gerade platt gemacht gehabt. Bevor wir dann in dieses Gebiet gegangen sind. Wie hast du Friede so schnell besiegt? Die Leute sind verzweifelt. Naja, ich habe, glaube ich, 5 Tries gebraucht. Hatte totale Internetprobleme. Und ich habe ja den Typen dabei gehabt, der mich in das DLC reingezogen hat. Und bei der ersten Phase bin ich auf sie gegangen. Dann kam ich schon in die zweite Phase. Hab gesehen, dass der ja, ich hoffe, Scotty hört jetzt nicht zu. Der Daddy halt nicht mit dabei ist. Dass der da halt mit dabei war. Und dann bin ich halt auf den gegangen. Und dann sind wir halt ziemlich schnell in die dritte Phase gekommen. Und da habe ich dann halt versucht, größtenteils mich abzuwechseln. Hey, wir haben so einen Zauber gekriegt. Hab dann halt versucht, mich abzuwechseln mit dem NPC, den ich bei hatte. Und dann ging es halt schnell. Also ihr könnt euch das gerne natürlich nochmal im VOD anschauen. Von gestern. Das müsste dann halt das letzte VOD gewesen sein. Da haben wir dann alle drei hintereinander sozusagen in einem Run durchgemacht. Und ja, bei der hatte ich nicht so Schwierigkeiten. Ich fand die jetzt nicht so schlimm. Aber ich kann es verstehen, wenn Leute da eher verzweifeln dran. Also ich habe halt ja auch erst probiert gehabt, dass ich halt auf sie gehe und habe dann aber ziemlich schnell gecheckt, dass der andere halt ein bisschen langsamer ist und bin ich eher auf den gegangen. Sporling, was mit deiner Großmutter und der Demenz? Das wird langsam echt schlimm. Evi, sehr froh, wenn du noch normal Kontakt haben kannst zu deinen Großeltern. Ey, hör mir bloß auf mit meinen Großeltern. Mein Opa, dem geht's auch nicht so gut. Das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt, aber als das halt ungefähr anfing mit meinem Kater, nee, eigentlich schon davor, musste mein Opa ins Krankenhaus, weil er Verdacht auf Schlaganfall hatte. Und dann wurde er auch ziemlich schnell verlegt mit dem Hubschrauber halt in ein anderes, größeres Krankenhaus. Ich glaube sogar nach Berlin hier. Und dann haben sie halt Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, dass es halt kein Schlaganfall war, sondern ein Blutgerinnsel im Herzen. Dann hat er so ein, kam er halt nach ein paar Tagen wieder raus aus dem Krankenhaus, war auch eigentlich relativ guter Dinge. Hat dann so einen Defibrillator mit dabei gehabt, weil es halt sein hätte können, dass sein Herz stillsteht. Also, ja. Ich meine, das mit Bruno war jetzt halt auch schlimm. Und der war halt viel dichter so in Bezug zu mir als meine Großeltern. Die wohnen halt so weit weg von mir. Darum habe ich, klar, ich bin traurig, wenn da irgendwas passiert. Und gerade die beiden Sachen so zusammen sind halt auch scheiße. Jetzt geht es ihm halbwegs stabil. Also ist okay bei ihm gerade. Aber ist alles nicht so rosig zurzeit. Also 2023 könnte auch ein bisschen besser sein für mich, finde ich. Hier ist Evi also unterwegs. Aber Sporling, ich kann mir auch vorstellen, dass Demenz ist auch scheiße. Also die, was ist denn das? Ich glaube von meiner Mama. Das ist ihre Großtante, glaube ich. Die hat auch Demenz. Und da war das auch letztes Jahr Weihnachten so schlimm. Die kennt eigentlich den Weg noch zu den Eltern, also zu meinen Eltern.
Und sie hatte Blumenstrauß gekauft. Und dann ist es aber irgendwie so gewesen, dass ihre Gedanken woanders hingegangen sind. Dann ist sie auf den Friedhof gegangen, anstatt halt zu uns zu kommen. Und wir haben sie halt gesucht. Und meine Oma hat sich, also von meiner Oma, die Schwester. Und von meiner Oma hat sich halt übelst die Sorgen gemacht. Und hat halt übelst Panik geschoben, wo ich dann auch meinte, yo, wenn sie halt noch so rumläuft draußen und man sich einfach nicht sicher sein kann, wo sie hingeht, ich würde ja halt einen GPS-Sender verpassen, damit ich das verfolgen kann, wo die hingeht. Damit man einfach in irgendeiner Art und Weise so einen kleinen Lichtblick hat, dass wenn sie doch mal verloren geht, man halt einfach weiß, wo sie ist. Scheiße, wir hätten das lösen sollen. Oder wir kommen da jetzt erstmal hin. Aber ja, am Schlüsselanhänger. Oder unterm Schuh. Den Schuh oder im Schuh. Das, was die Leute halt oft tragen und bei sich haben. In meinen Schlüsselanhänger vielleicht auch. Kann man aber eher verlieren als den Schuh vielleicht. Einfach, das gibt ja auch für Hunde. Im Fressnapf oder so. Gibt es ja auch so GPS-Sender. Die kannst du halt mit der App steuern. Oder auch für die Katze, dass sie draußen rumlaufen. Oder so ein Apple, wie heißt es, Apple Tag oder sowas. Einfach kaufen. Und dann den mitgeben. Damit die wirklich, ja, irgendwie so ein Anhänger. Damit die einfach nicht verloren gehen. Weil du willst ja Leuten mit Demenz nicht auch die Möglichkeit entnehmen, dass sie halt draußen auch frei rumlaufen können. Weil das ja halt auch so ein Freiheitsentzug ist. Aber andersrum willst du ja auch die Kontrolle haben, wenn mal was passiert. Dark Wolverine sagt übrigens, es gibt auch Armbänder für Rentner. Ja, zum Beispiel auch. Und wenn du das denen erklärst und sagst, yo, das musst du jetzt tragen, damit wir dich im Notfall finden, dann sagen die ja nicht, nee, zieh ich jetzt nicht an oder so. Sondern die sind ja eigentlich schon gewillt, dann auch mitzumachen, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin ganz knapp vorbei. Ein göttlicher Segen, cool. Aber da drücke ich die Daumen, dass das nicht noch schlimmer wird, Sporling. Also, das tut mir schon leid für dich. Ich meine, solange man wenigstens noch ein bisschen erkannt wird, ist das ja auch alles noch in Ordnung. Aber wenn man dann irgendwann so eine Situation hat, wo selbst das nicht mehr funktioniert, auf die Stirn kleben. Na, so jetzt nicht. Warum kann man da runtergehen? Da hinten konnte man auch runter. Da war ein rotes Zeichen. Das mit meiner Großmutter und der Demenz, das wird langsam so schlimm. Krass, Spiele wird immer mit Malenia aus Elden Ring verglichen. Ah, Stering. Die habe ich aber auch gut. Ich habe auf YouTube ein Video hochgeladen, wo ich Malenia jetzt gemacht habe. Da dürft ihr gerne mal rein. Ah, warte, ich habe mein Bot wieder nicht aktiviert, wa? Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Oder? Nee. Wartet mal kurz, ich muss mal meinen Bot nochmal connecten. Da habe ich jetzt auch gegen Malenia gekämpft gehabt. Da dürft ihr sonst gerne auch mal reinschauen. YouTube, Socials. Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Warum ist denn das in Vollbild bei mir auf einmal? Das habe ich doch gar nicht in Vollbild eingestellt gehabt. Sondern in fensterlos Randmodus. Ich lasse es jetzt so. Aber eigentlich habe ich es nicht so eingestellt. OnlyFans. Na? Ich habe es endlich geschafft, den Command zu triggern. Halt gut gemacht, oder? Das hast du dir doch schon lange gewünscht. Ist das die Figur, die hier die ganze Zeit uns nervt? Ab mit ihrem Kopf! Ja, das war die. Ja, okay, also hätte man die früher oder später eher später getroffen. Wie cool, mit dem Emote auch. Ja, ne? Das passt so mit dem. Hast du schon... Ja, gegen den Nameless haben wir schon gekämpft. Wyam. Haben wir schon vorhin gekämpft. Aber ich habe leider Hilfe gebraucht. Ich musste mir... wir sind ja in der Challenge zurzeit, in der Battler-Challenge. Mit dem Schaukler und dem Scotty unterwegs. Und da musste ich mir Hilfe holen.
Ich hab's nicht hingekriegt. Erste Phase gar kein Problem mit dem Drachen. Easy peasy, sofort weggeklatscht. Aber die zweite Phase, der hat mir einfach zu viel Damage gedrückt. Den habe ich leider nicht hingekriegt. Ein Hallöchen Drachenjagd, hallo. Aber Leute, ihr dürft euch natürlich gerne auch nochmal alles als VOD anschauen. Oder wie gesagt, auch gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da werde ich ab dem neuen Jahr sowohl die Dark Souls 1 als auch Dark Souls 2, Dark Souls 3, alles was wir so in der nächsten Zeit spielen, wird da alles als Let's Play hochgeladen werden. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, euch das gerne angucken. Und ich werde wahrscheinlich auch die Bosskämpfe einzeln hochladen. Für die Leute, die sich vielleicht nur für die Kämpfe interessieren. Anstatt für das Ganze drumherum. Warum gibt's das hier? Raise the Sun! Dann gehe ich wieder zur anderen Seite, würde ich sagen. Papalapap, Hilfe! Das war doch einfach Teamwork! Ja, es kratzt schon ein bisschen an meinem Ego, aber ich will ja auch vorankommen. Ich meine, klar, es wäre nur ein optionaler Boss gewesen, aber ich will halt nicht 5 Stunden irgendwo an einem Gegner die ganze Zeit hängen, der eigentlich gar nicht so relevant wäre für das Spiel. Und Drachenjagd, Dankeschön für die Streamer-Serie. Vielen lieben Dank. Ja, und Sporling, ich hoffe, dir gefällt es mit dem Command. Da hattest du dir das ja doch gewünscht gehabt und jetzt habe ich es endlich geschafft, einzurichten. Wäre auch witzig, dass du es gleich ausprobiert hast. Jetzt haben wir auch einen OnlyFans-Account. Only Efi. So. Dann dürften wir jetzt, glaube ich, hier oben hoch, ne? Ne, aber Sporling, vielleicht hilft dir das ja so ein bisschen mit dem... Wage den Sprung, du wirst nicht sterben. Vielleicht hilft dir das ja so ein bisschen mit dem Chip, dass du dann auch das so ein bisschen verfolgen kannst. Das wäre ja eigentlich ganz nett und angenehm. Okay. Wir entzünden unser Feuer und dann geht es da wahrscheinlich noch weiter runter. Hallöchen, Labiuminus. Komm rein und der Filter wieder nur am Lügen. Was? Wieso am Lügen? Ich lüge nie. Niemals lüge ich. Es gibt ja auch kein Lügen-Emote bei uns. Was geht ab? Alles Zucker bei dir? Wie war der Stuhlgang heute? Der Stuhlgang war sehr gut. Ich habe auch gut gegessen die letzten Tage. OnlyFans, aber nur mit dem Filtergesicht. Ach, ihr habt doch gestern auch... John hatte doch gestern noch geschrieben, dass bei ihm auf OnlyFans gibt es irgendwie Fuß-Content. Und dann gibt es immer nur einen kleinen Zeh. Nur wenn man abonniert, gibt es den ganzen Fuß. Das fand ich so lustig. Aber ich konnte das gestern nicht mehr kommentieren, weil mein Internet dann ausging. Leute, falls übrigens Internet ausgeht, einfach kurz warten. Das reconnectet sich dann meistens wieder. Oder ich schreibe, okay, hat keinen Sinn, lass mal für heute. Bisher hält es eigentlich ganz gut noch. Aber wir sind schon mal vorhin von einer halben Stunde, also nach einer halben Stunde ist der Stream schon einmal ach du heilige Kacke, abgestürzt. Aha. Will ich das? Ja, gestern war ich auch weg. Ich habe dreimal den Stream neu gestartet und dann hat es für mich keinen Sinn mehr gehabt. Okay, wir haben jetzt 41.000. Die würde ich eigentlich ungern verlieren wollen. 72 brauchen wir. Ich glaube, ich nehme kurz ein paar von den Seelen. Und wir gehen einmal kurz noch ein paar Drachen klatschen. Lol, reicht das direkt? Lol! Okay, wir gehen einmal leveln. Dann gehen wir da mit 100 Seelen rein. Das kann ich verkraften, falls wir die verlieren sollten. Weil das sieht mir totally nach Bosskampf aus. Jetzt habe ich Friede verpasst, Hallöchen Awoker. Weil du erst zur gottlosen Zeit streamen musst. Hallo? Die habe ich doch gestern gemacht. Wer ist denn da gestorben? Wir haben gerade Seelen gekriegt. Die haben wir gestern gemacht. Aber ihr könnt euch das letzte VOD angucken. Da seht ihr, wie ich erfolgreich gegen die gekämpft habe. Ich habe nur 5 Versuche gebraucht. Ich war voll happy. Hast du normale Standardleitung für Vodafone? Ja. Ich habe, also man könnte theoretisch, wenn es gar nicht mehr geht, könnte man bei Vodafone auch sagen, man macht so ein Geschäftskonto. Weil da ist ja halt eher die Möglichkeit, darauf zu plädieren, dass das in 48 Stunden halt gefixt werden muss. Aber da muss ich halt auch wieder mehr bezahlen.
Und wir bezahlen so schon jetzt 100 Euro mit Telefon und alles. Das ist mir dann halt auch irgendwann ein bisschen zu viel. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten müssen. Oh no! Ja, das tut mir leid, Evoker. Das tut mir leid. Aber wie gesagt, kannst dir gerne auch nochmal das VOD von gestern anschauen. Da gibt es ja 3 Teile von. Und das letzte ist es, wo ich dagegen gekämpft habe. Und das ist auch relativ am Anfang. Also falls du wirklich Bock drauf hast, kannst du dir das gerne nochmal anschauen. Oder halt, wie gesagt, bald dich auf YouTube. Da musst du aber noch ein bisschen Geduld mitbringen. Evi, Streamzeiten sind im Moment echt gottlos. Wer ist denn so früh wach? Ich finde das gut. Ich mag die Zeiten tatsächlich sehr gerne. Und ich habe auch das Gefühl, dass... das ist ja auch so sowas, was mich so ein bisschen ärgert, wenn dann mein Stream abbricht und man sich schon aufrafft, ab um 9 zu streamen, um halt auch die Leute, die dann halt im Homeoffice sind, so ein bisschen abzufangen. Weil, naja, wenn ich erst um 12 anfange, habt ihr meistens ja schon eure Plätze irgendwo gefunden und schaut anderen Leuten zu. Und wenn dann halt der Stream abstürzt, ist das dann halt natürlich doppelt scheiße. Zu teuer ist das. Ich bezahle derzeit 50 Internet und Telefon, auch mobil. Ja, aber Taktik, wir sind ja 2 Leute. Ich zahle Internet, ich zahle ein Telefon, ich zahle ein anderes Telefon. Das bezahlen wir zurzeit. Und Internet habe ich halt eine 250er Leitung. Ich glaube, dafür bezahle ich, wir haben schon so ein Kombi-Pack. Ich glaube, da bezahle ich 50 Euro für. Und dann für das eine Telefon vom Chris, der hat ein bisschen mehr Datenvolumen, weil der auch mehr unterwegs ist. Da bezahlen wir, glaube ich, so 40 Euro und ich zahle dann 10 Euro für meine Karte. Wie, was, warum? Weil das die Preise bei Vodafone sind. Wenn ich zur Telekom gehen würde, würde ich noch mehr bezahlen. Ich weiß nicht, warum das so teuer ist. Kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Es ist aber, glaube ich, schon das günstigste Angebot, was wir haben. Die Sache ist, dadurch, dass Chris ja ein neues Telefon gekriegt hat, zahlen wir ja auch noch das Telefon ab. Eigentlich würden wir da 10 Euro oder 20 Euro weniger bezahlen. Braucht man ja eigentlich auch nicht. Muss nur sagen, dass du Business willst und dass du Streamer bist. Das habe ich schon so oft gesagt, dass ich Streamer bin. Habe ich dann auch gemacht mit der Businessleitung. Seitdem habe ich ja auch keine Probleme mehr. Okay, ja, wenn nicht, muss ich mal fragen, wie das ist, dass ich da auch Business haben will. Also solange mich das halt nicht mehr kostet, würde ich das dann halt echt mal ansprechen. Also Giftswerk ist zum Beispiel bei der Telekom und zahlt 42 Euro für eine VDSL 16K-Leitung. Hallo! Ja, aber 16K, das reicht ja nicht für mich. Also 16K sind ja 16.000? Was ist denn das denn in Mbit? Also ich brauche halt schon die 250er-Leitung. Weil wenn der Chris nebenbei auch spielt, wenn ich streame, dann geht ja sonst gar nichts. Das sind 1,6 Mbit. Ja, ist das nicht ein bisschen wenig? Also weil meine Eltern haben das auch in dem Wohnort und ich weiß, dass das zum Streamen nicht reicht. Was will man damit? Ist ja eine Uraltleitung. Naja, die Sache ist, ich habe zum Beispiel auch VDSL. Wir haben die ersten Jahre, wo wir hier gewohnt haben, haben wir Kabel gehabt, haben nicht einmal ein Problem gehabt. Und dann fing das auf einmal an, dass das alle paar Sekunden abgestürzt ist. Und dann haben wir auch Ewigkeiten rumgedruckst und gemacht und getan. Und dann hieß es, ja, sie wohnen halt nicht in der ersten Etage, sie müssen sich das halt alles teilen mit den Leuten. Und wenn du halt Leute unter dir hast, die halt auch viel Internet benutzen, dann kommt bei dir oben halt nichts an. Und das ist halt bei uns der Fall gewesen. Deshalb bin ich auch auf DSL gewechselt. Und da bin ich froh, dass aus meinem VDSL eine 250er-Leitung kommt. Nee, ist ADSL, nicht VDSL. Was ist da der Unterschied? Antenne? Oder wie? Oder hast du eine Glühweinflasche geschenkt bekommen? Na, dann gönn dir mal, Alucard. Was ich mir jetzt unter die Rüstung römern werde. Aber das passt nicht mit Business. Ja, ich weiß nicht, ich müsste mich mal informieren, Leute. Glasfaser liegt neu drin. Noch keine Anbieter da und die, wo es gelegt haben, sind pleite gegangen. Oh! Oh! Ja. Ja, Glasfaser würde ich halt auch gerne haben. Aber das kriegen wir dann, wenn wir früher oder später zu Chris seinen Eltern mal ziehen sollten. Klatsch. Der Agonie und der Unterhalb.
Scheiße. Kann ich die dann zirkulieren am Schlaus? Glasfaser würde ich halt auch gerne haben, aber naja, ist ja halt kein Wunschkonzern, ne?
mich heilen. Ich habe halt keine Glut unten drauf gehabt, damit ich mich heilen könnte. Und meine Estus haben nicht gereicht. Aber es war ein nicer erster Versuch. Aber Jesus. Jesus! Mit einer Glut unten drauf hätte das bestimmt geklappt, ey. Dann hätte ich mich nämlich noch mal einmal hochheilen können und hätte ein bisschen mehr Leben gehabt. Aber die Ausfälle, ist das sicher dein Internet? Weil das Problem haben im Moment ja viele auf Twitch, egal woher die kommen oder welches Internet. Ich weiß es nicht, ob es wegen des Internets ist oder ob es halt wirklich am Router liegt. Es kann halt so viel sein, ich kann es leider nicht sagen, wer es ist oder was es ist. Sag mal, kann ich nicht theoretisch hier den Typen rufen? Hatte der nicht gesagt gehabt, dass... Da wartet ein Schatz. Hatte der mir nicht irgendwas erzählt gehabt, dass ein Schatz auf uns wartet? Warte, jetzt mal kurz. Aber wegen dem Business-Ding, da werde ich auf jeden Fall mal fragen, ob das vielleicht möglich ist, dass man das upgraden kann, ohne dass ich da was für bezahlen muss. So, was hatte der nochmal zu mir gesagt? Oh, look at you. You found the treasure. Welches dashing. Denn? Just dashing. You'll make good use of it, I'm sure. Now, this is a little toast from me to you. Siegfroy. Not much to speak of, but bottoms up. To the greatest warrior there is. Oder kommt der Zwiebelchen nochmal? Könntest nach meinem Wissen sogar zwei dazu rufen. Ihr sagt alle, das liegt an Twitch, dass es abstürzt. This really is deshalb, das würde uns auch erklären, warum nichts verzeichnet wird bei meinem Router. That the ringed city rests below it all. Aber ich meine, mein Internet ist ja dann wirklich weg. Das liegt doch nicht dann an Twitch, this oder? Really is a dreck heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the ringed city rests below it all. This really... That the ja, das haben wir jetzt schon zweimal gehört. Also ihr sagt, man kann da jemanden rufen, ja? Ja, Internet ist ja weg. Also es verbindet sich ja unten auch neu. Discord schließt sich, also bei mir ist dann alles weg. Und deshalb glaube ich nicht, dass es mit Twitch zusammenhängt, bei mir in dem Fall. Wäre halt schön. Mein Bruder hat sich gestern auch dreimal versucht, wieder einzuloggen. Ja, wer weiß, vielleicht brauche ich auch wirklich einen anderen Router. Vielleicht ist das nächste, worauf ich spare, auf einen selber eingerichteten Gaming-Router oder sowas. Mal gucken. Okay, ich nehme dann einfach mal eine Glut. Gail. Ey, aber ohne Scheiß, ja. Wir hätten das eben schon fast auch ohne Hilfe geschafft, muss man mal sagen. Also hätte ich durchgezogen und hätte die Glut nehmen können, dann hätten wir es geschafft, Leute, oder? Was meint ihr? Ach, und Lab können wir rufen. Okay, cool. Na, das wird doch vielleicht was. Ich bin guter Dinge, Leute, oder? Was meint ihr? Können wir das schaffen? Oder? Ich glaube, das schaffen wir. Aber zum Glück sind wir nochmal zu dem jetzt... Guck mal, Lab ist schon richtig heiß. Der hat richtig Bock. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wären wir jetzt nicht zurückgegangen wegen dem Schatz, dann hätten wir den nicht rufen können. Ich sag, da ich das DLC kenne, einfach mal vielleicht. Wie vielleicht? Okay.
geil gemacht, wirklich. Das ist mein Lieblingskampf tatsächlich gerade, muss ich sagen. Auch mit der Hilfe der Boys hier. Scheiße, uns hat's erwischt. Lab. Aber Gale holt die Akku zurück. Jetzt ich. Zack. Ja, mit Spielerdingern ist es echt leichter. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab's ja vorhin auch fast alleine geschafft. Also ganz ehrlich, hätte ich es geschafft gehabt, vorhin die Glut durchzuziehen, dann hätte ich den gekriegt, bin ich ganz ehrlich mit euch. Das war ja nur noch so ein bisschen bei dem. Oh oh. Es geht weiter. Ach du Scheiße. Okay, dann never mind. Ich bin froh, dass der dabei ist. Jetzt kommt der Dämonenprinz. Ach du Scheiße. Ja, okay, dann hätte ich es vielleicht noch nicht geschafft. Dann hätte ich es vielleicht noch nicht geschafft. Oh, scheiß doch die Wand an. Geil. Du dachtest, das wäre schon alles. Kaum Damage, ey. 36 Damage mache ich. Der eine ist tot.
Oh, zum Glück hat Lab noch überlebt. Ich hab gar nichts gemacht. Yes. Sehr gut. Ey, die brauchte man beide aber auch. Das war schon heiß. Holy Jesus. Okay, aber bin ich blind oder sehe ich kein Feuer? Ah, da ist das Feuer. Okay. Hier war überall Feuer. Ohne den wäre es doch wohl nichts geworden. Nee, doch nicht. Dadurch, dass der noch eine zweite Phase hatte, auf keinen Fall. Nee, das wäre dann doch. Also, ich wollte schon sagen, ja, ja, hätte ich easy peasy alleine hingekriegt. Aber, ja, surprise, Motherfucker. Da kam. Da hätte mir auch die eine Blut nichts gebracht. Ah, cool. Und schaut gleich danke für den Lag-Support. Ja, die haben eine physische Death, die ihresgleichen sucht. Bitte den Übeltäter beim Namen nennen und nicht den ganzen Chat, ja? Ich hab nichts gemacht. Ach so, darauf bezog sich das. Ja, Pilatheon hatte, glaube ich, geschrieben gehabt, das mit dem Prinzen. Aber es ist ja alles entspannt. Konnte mir ja eh nichts darunter vorstellen. Ah, schön! Aber ist die jetzt fertig, oder was? Oder wie? Ach so, darum meintest du, vielleicht hättest du es geschafft. So. Machen die NPCs eigentlich die Gegner auch ein bisschen schwerer, wie bei Spieler-Summons? Ich glaube tatsächlich nicht, nein. Die sind halt einfach nur zur Unterstützung da. Ich glaube, würde es dadurch dann wiederum schwerer werden, dann sind sie ja keine Hilfe. Ja, ging noch ein Weg weiter, da werden wir gleich weitergehen. Wir werden erstmal nur die, die Seelen ein bisschen speichern. Oh Gott, mein Herz. Cool. Farewell, Ashen One. Sehr nice. Kann ich mit der eigentlich sprechen oder so? Welcome home, speak. Ashen One, may I pose thee a question? Has the little Lord Ludlow? Okay, die sagt einfach nur dasselbe, was sie sonst auch gesagt hat. Heldenknochen verbrennen? Ich habe einen Heldenknochen gekriegt? Wann habe ich das denn nicht mitbekommen? Was ist denn der Heldenknochen? Ah, die Asche muss ich auch noch geben. Heldenknochen. Ach, das habe ich vorhin gekriegt. Feuerbandschein, Verbrennung, Untoten. Matches freizuschalten. Die verkohlten und noch warmen Knochen eines Helden. Verbrenne sie im Leuchtfeuer des Feuerbandschreins, um am untoten Matches teilzunehmen. Ah. Und da gibt es dann noch einen weiteren Boss, oder was? Vor langer Zeit rief ein Untoter einen Kampf zur Feier des Untodes und zur Bewahrung ihrer Seelen Reste aus. Dies ist der Ursprung der Untoten-Matches. Der Verdienst eines Untoten wird an Toten gemessen. Ist es für PvP? Ah, okay. Aber wir verbrennen das mal, oder? Weil. Weil, falls ich das nochmal spiele und vergesse. Ach, zwei Bosse sind da sogar noch? Ach, du heilige Scheiße. Ah, tis Gwadney. Das war also nur der Anfang. Pretty. Aber ich würde sagen, das heben wir uns dann auch für die nächsten Tage denn noch auf, oder? Oder was meint ihr? Also ich weiß nicht, ob ich heute nochmal zwei Busse schaffe, aber es ist auch erst 13 Uhr. Ich wollte halt noch eine Folge Seven vs. Wild gucken, solange das Internet funktioniert. You require my sorceries, und dann vielleicht am 29. weiterspielen. Ich habe nur den Eingang gefunden. Oh, Jesus. There is one thing to it. What? Ach, du heilige Scheiße. Naja, das wird ja dann noch ein Spaß. Ich wollte schon sagen, jetzt sind wir ja schon durch das DLC durch. Da sind wir ja eigentlich fast fertig, wa? Aber sieht ja nicht so aus. Würde ich doch mal meinen. Wir müssen ja auch immer noch die Fürstenasche da oben drauf papsen. So, aber ihr Lieben, ich gehe jetzt erstmal kurz pinkeln. Oh, ich bin immer noch ganz aufgeregt.
Es sind so gesehen auch noch 3 bzw. 4 Bosse. Was wird ja immer mehr. Vielleicht hast du auch nur einen nicht gefunden. Aber im ersten DLC im Schneegebiet gab es nur 2, oder? Also wenn man es genau nimmt, sind es noch 7. Eigentlich sind es noch 20. Heiliger Strohsack. Okay, der war, das war auch... Also wären da die NPCs jetzt nicht dabei gewesen, wäre das, glaube ich, schwierig geworden. Aber es war schon cool. Es hat Spaß gemacht. War schon nicht ohne. Okay, also das erste DLC haben wir wirklich fertig. Jetzt dann das zweite DLC noch. Ich glaube, wir müssen auch beim zweiten DLC nochmal den einen Weg da lang gehen. Ich bin ja dann runtergegangen. Wir konnten oben, glaube ich, auch nochmal lang gehen. Das machen wir gleich noch. Ich gehe aber, wie gesagt, einmal kurz aufs Klo. Hol euch gerne was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Ich hoffe, das Internet hält noch. Und bis gleich.